Willkommen beim Chaos Space Programm. Wir wollten uns um den Moon kümmern. Keine neuen Missionen? Ja, Orbit of the Moon, Orbit of the Moon, Orbit of the Moon. Ich will nicht schon wieder Leute aus dem Orbit pflücken. Wir haben nämlich auf dem Moon genug zu tun. Wir haben nämlich hier jemanden auf der Surface sitzen. Noch einen auf der Surface sitzen. Build a new surface outpost of the moon. Genau. Und science data from space around the moon. Viel zu tun. So, was brauchen wir? Mal gucken. Science Data. Da, Station. Facility 10 Kerbals, Research Lab. Der will auch ein Research Lab? Ich habe keine Scientists. Wen habe ich available? Ja, Engineer, zwei Engineers. Brauche ich nicht. Wo sind meine Scientists? Science Station. Die bringt doch nichts. Hier sind sie. Jomo, das ist ein Engineer. Noch ein Engineer. Toll! Was soll ich mit Engineers? Davon habe ich genug. Schon wieder welche kaufen? Oh, die haben gerade genug. Ja, die kosten aber. Matkal, Foson, Aldwin, Wirloff. Merble, schöner Name. Und Tatjana, Courage und Stupid. Tatjana, klingt gut. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß einfach alle Pläne über den Haufen. Space Science Station 1. Ihr kriegt doch hier in der Umlaufbahn eh nichts gebacken. Ihr habt noch 96 Data an Bord. Ja. Oh. 26 Science hast du. 11 Science. Gut. Wenn ich euch hier abhole, habt ihr was zum Senden? Nein. Forscht ihr überhaupt? Ja. Wenn ich euch hier abhole und in die neue Science-Station schicke, dann könnt ihr dort viel besser forschen. Mal schauen, was haben wir denn eigentlich hier? Was bist du hier oben eigentlich? Du hast gar kein Triebwerk. Ach so, die kriege ich ja nicht weg, weil das so ein Gewobbel ist. Allerdings, der ist leer, der ist voll. Kann ich doch den Teil hier? Das ist ein Fuel Tank? Ach so, das sind dieselben 26. Science. Das Stück hier kann ich wegschmeißen. Ich könnte Folgendes machen. Ich könnte den hier oben an diesen Tank hier ranhängen. Den oben drauf klappen und das ganze Gewirbel hier wegschmeißen. Und dann schicke ich die drei Teile in den Moon Orbit und koppele sie an die neue Raumstation an, die ich dort bauen werde. Aber zuerst muss ich euch drei Pappnasen hier nach Hause holen. Wie mache ich denn das? Erstmal gucken, was die anderen haben, während ich überlege. Also ich muss hochfliegen, an die Station ankoppeln und drei Leute holen.
Minmus. Joymond, Solar Explorer, Minmus Station. Also pass mal auf, zuerst mal. Rename Vessel. Du bist Minmus, dass ich das endlich mal hier weiß. Science Station. Accept. So. Du hast nämlich 0,7 Science. Okay. Ihr forscht weiter. Gut. Ihr habt den Lander. Funktioniert der Lander eigentlich auch auf Moon? Das wäre mal eine Idee. Wer bist du eigentlich? Ach. Ja, richtig. Das Ding darf ich gar nicht anfassen, weil wir haben hier noch eine. Ach nein. Das war ja Space Station 2 Around Kerbin. Mit. Mal gucken. Antenne, Docking Port can generate power. 10 Kerbis. Das ist kein Problem. Moment mal. Ten Kerbals. Nee, da reicht Science Station 1 nicht aus. Okay, egal. Wir müssen eine Möglichkeit finden, drei Leute abzuholen. Dies bedeutet, um drei Leute abzuholen, brauchen wir den hier. Sag mal, hab ich das nicht schon? Don't save. Duna Flyby. Körbelkatapult 5. Turbus. Minmus Lander Rover. Rescue. Minmus Rescuer 2. Load. Nein. Das ist eine Landeeinheit. Ich suche was anderes. Ich hatte nämlich mal hier einen Stationsversorger gehabt. Shuttle 1C. Ich habe mal Shuttles gebaut. Okay. Rover. Rescue Vessel. Und zwar hatte ich doch mal einen. Hallo? Genau. Na, die sieht mir aber sehr wackelig aus. Und vor allem ein bisschen überdimensioniert. Genau sowas will ich haben. Aber ein kleiner. Wir bauen neu. Und zwar, wir brauchen drei Leute. So. Und die drei Leute kommen wieder. Das bedeutet, wir brauchen einen kleinen Tank zum Wiedereintritt. Und an diesen hängen wir unsere Fallschirme ran. Wir brauchen einen größeren Tank zum Wiedereintritt. Und an diesen hängen wir unsere Fallschirme ran. Fupp. Passt. Dann kommt unser Hitzeschild runter, nämlich der hier. Und ein Sprengring. Der hier.
Das ist unsere Rückkehrstufe. Und jetzt müssen wir das irgendwie an die Raumstation bringen. Dafür benutzen wir unsere bewährten Werner Engines. Wo ist die Einstiegsluke? Da. Das heißt, die kommen hierher. Und werden nach vorne gedreht. So. Bremstriebwerk. Gut. Dann kommen noch 4 Werner Engines. Darunter. Die werden nach außen gedreht. Gut. Unten drunter kommt jetzt noch ein kleiner Tank. Nein. Der. Der bekommt auch 4 Werners. Und zwar genau hier. Und der bekommt ein kleines Haupttriebwerk. Zu teuer. So. Alles klar. Das Ganze werde ich mal ganz schnell testen. Vor allem auch, dass oben mit den Werners passt. Hallihallo. So. Mal gucken. Ach so. Bremsen, genau. Die sind genau um 45 Grad verdreht. Egal, kann ich mit leben. Habe ich mehr Leistung. Gut. Und damit bremsen sie. Gut. Und hinten habe ich ja mein Haupttriebwerk. Gut. Revert to Vehicle Assembly. So. Damit wir möglichst Kosten sparen, werde ich den Strom hier oben ansetzen. Und ganz oben auf die Spitze kommt. Passt nicht. Ach, vorbei, für so ein kleines Raumschiff brauchen wir kein zusätzliches Reaction Wheel. Dann nehmen wir das, was hier drin ist. Und ja. So. Alles klar. Was wollten wir jetzt oben drauf auf die Spitze bauen? Akku. Akku, Akku, Akku. Ist ja auch so klein.
Egal. Ach, richtig. Wir können ja gar nicht starten, weil wir einen Piloten brauchen. So, das hat nämlich den Sinn, weil wenn wir drei Leute abholen wollen. Ich bin bescheuert. Ich bin bescheuert. Wenn wir drei Leute abholen wollen, dann brauchen wir nicht nur einen Piloten, wir brauchen einen Dockingport. Ja, Pappnasen. Gut, also, ich brauche einen Dockingport. Wo waren die? Da. Bist du gerade? Ja, so. Jetzt kann ich nämlich andocken. Haha. Alles klar. So. Was brauchen wir noch? Eigentlich nichts weiter. Egal. Jetzt kommt ein Sprengring drunter und das ganze Ding schießen wir jetzt nach oben. Was brauchen wir für unseren Orbit? Mal gucken, was wir in den Subassemblies haben. Startstufe. Fette Startstufe für. Die ist zu fett. A kostet das unnötig Geld. Und B. Guck mal, sind wir schon bei 150.000. Und wir reden hier. Na, ich sag dir was. So, also erstmal weg damit. Ach, egal, das machen wir dann. Die weg. So. Und zwar davon nehmen wir zwei. Die kann auch weg. Sieht doch gut aus. Oh, die sind ja schon abgestratzt. Gut. Jetzt kommt unten eine Mains hier ran. Passt. Staging. Wir starten. Wir probieren es mal. Wir starten nur die beiden äußeren. Gut. Sprengen die dann irgendwann ab? Und starten dann die. Sprengen die ab, starten dann den kleinen. Also, die beiden bringen uns in den Orbit. Zusammen mit der. Und die bringt uns dann an die Raumstation ran. Alles klar? Passt. Ich hoffe, die ist jetzt nicht unterdimensioniert. So. Alles klar. Und damit du da unten nicht versauerst, bekommst du jetzt Treibstoff. Gut. Wir probieren es.
Speichern. Besatzung. Ja klar. Levi, Valentina, Jab, raus. Ihr bleibt hier. Lounge. Willkommen auf unserem Startboard. Geht's euch gut? Sitzt da keiner drinne? Alles klar. Feuer frei. Control from here. Wheel Authority runter. Wir nutzen dieses Wheel. Und eine richtig kleine Rakete, mein Grand Tanker, was wir in der letzten Zeit so hochgeschossen haben. Aber ich glaube, die ist etwas unterdimensioniert. Ja, die hat nicht genug Treibstoff. Aber wir können ein bisschen Treibstoff sparen, indem wir nicht ganz so schnell fliegen, solange wir in den untersten Luftschichten sind. Nee. Wenn wir daraus ein Vierer-Staging machen, dann reicht es. Wir sind gerade mal auf 6 Kilometer Höhe und der Tank ist schon halb leer. Das brennt uns keinen Orbit. Und jetzt überschlägt sie sich auch noch. Alles klar. Gut. Die weg. Die weg. Vier ran. Tollen Tank, den ihr hier baut. So. Jetzt erstens. Machen wir Folgendes. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Und das Ganze kombinieren wir mit unseren Standard Stabilisierungsfinnen. Gut. Und jetzt das Staging. Als erstes du. Du nicht. Du. Du nicht. Die beiden absprengen. Die beiden absprengen. Alles klar. Versuch die zweite. Halt, warte. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Subassembly. Jetzt pflücke ich den Kleinen hier ab. Ich sagte, jetzt pflücke ich die Kleinen hier ab und schreibe hin eine Orbit-Startstufe. Eine kleine Orbit-Startstufe. Alles klar. Und nun? Es
Ist auch wirklich keiner drinne? Gut. Lounge. Hallihallo. SAS an. Feuer frei. Und dann schicken wir nämlich die vier, na Quatsch, die drei Astronauten, die da oben drin sitzen, gleich weiter nach Moon. Weil wenn wir dort schon mit einer neuen Raumschatz, Quatsch, mit einer neuen Raumschatz, mit einer neuen Bodenschatz landen sollen, dann, ja. Wo ist eigentlich unsere Raumstation? Da hinten. Ach du Heil. Da habe ich mir doch wieder Blödsinn eingehandelt. So, und jetzt sprenge ich nur diese beiden. Die wird nicht leer. Die wird leer. Die wird leer. Jetzt funktioniert's. So, und jetzt pass mal auf, wie gut das funktioniert. Wunderbar. Okay, jetzt gehen wir in den Gravity Turn, ohne uns zu überschlagen. Gut. Wow, ganz vorsichtig. Oh. Nicht gut. Nicht gut. So, wir müssen jetzt Orbit unterhalb von der hier zusammenkriegen. So, das wären 90 Kilometer Orbit. Interessant. Auf welcher Höhe sind wir? Gut.
Sieht doch verhalten optimistisch aus. Alles klar. Wie sieht unsere Bahnneigung aus? Schlecht. Add Manöver. Halt. Andere Richtung. Ja. Passt. Gut. So, Treibstoff umpumpen geht nicht. Jetzt können wir auch wieder die Wheel Authority hochsetzen. Jetzt passiert uns nämlich nichts mehr. Sehr gut. 6 Sekunden Burn. So. Ach so, jetzt muss ich ja darauf achten, dass unsere Electric Charge nicht zu viel passiert. So. Alles klar. In 5 Minuten für 6 Sekunden brennen. So. Okay. Sekunden. Passt. 6 Sekunden Burn. Na, den haben wir doch aber ganz bestimmt. Na komm, beweg dich. So, 6, 5, 4. Perfekt. Gut. Und nun beginnt das berühmte Spiel. Add Manöver. Raus. Und wir haben keinen Intersec. Gut.
Ich würde sagen, ab hier begeben wir uns wieder in den Zeitraffer. Und wir sehen uns wieder, sobald ein Intersect da ist. Bis gleich. Das mit dem Zeitraffer hat sich soeben erledigt, weil was wir dort haben, ist ein Intersect. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht zu optimistisch sind. Also, wir gehen so ran. Was haben wir da? 3 Kilometer. Das bekommen wir besser hin. Zwar zum einen über die Höhe. Wow. Und zum anderen über die Flugbahn. 2,9 Kilometer. Sieben. Und das Ganze ist ein 3-Sekunden-Burn, den wir immer noch in unserer Anlage drin haben. Das ist jetzt schon wieder weit weg. 1 Kilometer. Halt. Stücke nach außen. Und ein Stücke nach da. Macht 3 Kilometer. Wo ist denn da die Abweichung? Null Komma fünf Kilometer reicht doch. Okay. In die Richtung fliegen wir. Dann machen wir einmal einen Warp hier. Genau. Und dann gucken wir mal, was wir zu drehen haben. Erst bei 0,5 Kilometer. Wir bewegen uns jetzt mal Richtung wir haben nur Werner Engines mit. Das heißt, unser ganzer Treibstoff, den wir haben, der geht auch aufs Manövriersystem. So. Na. Du bleibst schön auf deinem Manöverpunkt. Weil, da werde ich das jetzt speichern. So. Hab da nicht gesehen. Warp hier. Eine Minute, anderthalb Minuten. Nochmal einen kurzen Warp. Jetzt sind wir bei 40 Sekunden. So. Schön im Blick behalten. Drei Sekunden Burn. Ich werde ein bisschen länger burnen und dafür mit weniger Energie.
Und zusehen, dass wir da einen möglichst guten, wo sind wir bei 25 Sekunden? Dass wir da einen möglichst guten Annäherung hinbekommen. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Fünf Kilometer. Na gut, müssen wir mit leben. Das bedeutet für uns, warpe dich mal hierher. Und, oh Gott, wie war denn das jetzt? Prograde oder Retrograde? So, deren Geschwindigkeit 1900, wir haben 1922, 1180. Das heißt, wir müssen beschleunigen. Wir gehen prograde. Sehr gut. Jetzt gehen wir auf Normal, weil zuerst bauen wir möglichst viel Geschwindigkeit nicht prograde ab, sondern zum Manöver. So. Warp noch ein Stück näher. Und jetzt beginnt. Doch abbremsen. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Was nu? Drehen, 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 drehen. Okay. Manöver. Wo? Halt. Retrograde. Jetzt muss ich bis auf 0 kommen. Und dann können wir gucken, wie weit wir weg sind. So. Wo ist unser Ziel? Da. 2 Kilometer. Das sieht doch gut aus. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal direkt auf das Ziel zu. Da ist es. 2 Kilometer. Das ist doch gar nichts. Genau drauf zielen. Und dann geben wir mal etwas. Gas.
gleichen uns mal an. Ja, so. Perfekt. Jetzt können wir eigentlich 10 Meter die Sekunde. Wir fliegen genau drauf zu. Bei 2,4 Kilometern, wenn wir jetzt ein ganz klein wenig beschleunigen. Ah, jetzt driften wir wieder ab. Das heißt, bei 1,5 müssen wir... Wow, 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 wow. Bremsen, 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 bremsen. So, jetzt haben wir nicht das Problem. Das ist unsere Flugrichtung. So. Alles klar. 0,0 in 1000 Metern. Das heißt, jetzt können wir wieder auf Manöver gehen. So. Und wieder ein Stück ranschweben. Zehn Meter die Sekunde. Beschleunigen wir nochmal. Wir driften wieder dran vorbei. Ah, so. Okay. Bremsen. Und neu ausrichten. Es werde Licht. Hundert Meter. Siebzig Meter. So. Jetzt gehen wir mal auf 1 Meter die Sekunde runter. Wir brauchen nämlich einen freien Dockingport. Mal gucken, was haben wir da im Angebot. Set as Target und Control from here. Okay. Jetzt beginnt der Spaß. Also, wir müssen ein Stück näher und etwas zur Seite driften. Gab es am Ende?
Nee, da oben gab es kein Dockingport mehr. So, wir müssen jetzt nämlich ein bisschen dran vorbeidriften. Genau. Damit wir dann nämlich von hier einen neuen Anflug machen können. Das reicht jetzt. So, und ein Stücke halt. Eins. Okay. So. RCS aus und jetzt mal gucken. Halt. Hallo? Wie drehst du dich denn? Genau. Wir müssen uns senkrecht stellen. Ungefähr so. Und jetzt brauche ich die Düsen hier. Nein. Genau. Und die. Und damit schweben wir jetzt. Wir können natürlich noch ein Stück vorwärts. So. Ja, ich bin noch nicht so firm mit dem Andocken und deshalb versuche ich immer möglichst nur in einer Achse zu schweben. Gut, so. Nanu. Ah, die ist es. Ja. Und das J hält gegen. Und zwar jetzt. Halt. Jetzt musst du dich drehen. Das ist das I. Ach du, hier ist ja noch so weit. Das K hält gegen. So, noch mal J und L. J. Und L. Gut. RCS aus. Halt. Parallel gehen. RCS an. So. L. Stopp. J. Okay, und jetzt vorwärts.
Halt, was machst du denn? So, RCS aus. Dreh dich. Da lang. Nein, da lang. So, runter. Du bist genau drauf, genau so. Genau. Jetzt ein Stück. Vorwärts. Stück runter. Jetzt sag mir, dass du da rankommst. Stück zurück. Ja. Und? Oh komm. Mach jetzt keinen Ärger. Perfekt. Wir sind da. Gut, und damit ist unsere Zeit schon um. In der nächsten Folge werden wir dann unsere drei Nasen hier einladen und uns wieder zurückbegeben nach Kerbel. Und dann werden die in eine neue Raumstation steigen und nach Moon fliegen. Genau, nach Moon. Und bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mal gucken, haben die eigentlich schon was angebaut? Och, ein Science haben sie gemacht. Super, den könnt ihr gleich rüberschicken. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, see you later!